Herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier in Thüringen. Ich schaue mal gleich nach, was der Drescher hier weiter ist. Es war ja zuletzt hier abgestürzt, das ganze Spiel. Musste den ganzen Rechner neu starten. Hatte zum Glück gespeichert. Und hoffe da mal nicht so viel verloren zu haben. So, ich glaube, das ist mit der Ernte hier fertig. Er ist fertig, das ist gut. Ich habe den Schredderkirsch auch gelöscht, im Logdatei auch. Und dadurch hoffe ich, vielleicht mal herauszufinden, wo das liegt. Weil Error habe ich in dem Sinne nicht gefunden. Oder viele Warnings halt, ne? Aber wie gesagt, die kommen bei mir ständig. Hängt aber mit der Maus zusammen, irgendwie. Keine Ahnung, warum da so viele gibt's. Entlassen brauchen wir nicht, wir haben ja neu gestartet, ne? Ich fahre erstmal zurück. Na, Lenkung geht nicht. Ich habe keine Bremse. Macht aber nichts. Muss immer so gehen. Ist aber normal, das ist nichts Neues. Ja, sobald drüben beim Ballenpressen die fertig sind, werde ich schauen, dass ich da ja ein bisschen anversorgelt ein bisschen das ist, aber weil der Schredderkäse muss hier neu laden. Ob es damit zusammenhängt, das weiß ich nicht. Normalerweise ja nicht, aber ich schließe es mal nicht aus. Von daher. Probieren geht über Studieren, ne? Mal den Rest hier rein anweizen. Dann stellt ihm hier mal immer hin. Wie gesagt, die Arbeiten mache ich ja später. Wir fahren ja um den Stroh und wenn ihr Ball mit, guckt mal, was der andere Traktor voll hat. Und gleich mal auch entsprechend. Hier ist voll. Hier reinfahren und dann gleich verkaufen. Ich habe nur einen Speicherintervall auf 5 Minuten eingestellt. Das heißt, dass ich nicht so viel verliere. Also ein Speicherintervall von 15 Minuten ist, kann schon viel verloren gehen. Eine ganze Folge im Prinzip. Und das möchte ich heute nicht, ne? Entschuldigung, habe ich jetzt einen Schluck auf. Gar nicht gegessen. So, noch gar nicht gegessen heute, aber macht nichts. Ich mache die Folge mal fertig und dann esse ich ein schönes. Zum Kaffeebad, ne? Geht auch mal. Die Cola hat noch da, ein bisschen, aber gut. Das soll ich ja nicht. So viel. Am besten gar nicht. Bremsen. Wie gesagt, ich lenke mit der Tastatur jetzt. Das ist ungewohnt. Also die Folge mal so wieder unten kriegen. Mit Tastatur. Ansonsten muss ich näher ganz kurz mal den Stecker ziehen und. Ja. Dann findet er sich neu, ne? Also. So. Sobald er fertig ist, der ist fertig, gut, dann können wir Löffel kaufen. Da geht schon gut was rein. Ein bisschen Gerste kriegen wir noch von den neuen Feldern, die ich dann kaufen will. Geld kommt gut zusammen. Das ist gut. Ja, Sägewerk will ich eigentlich verkaufen komplett. Aber da würde ich auch noch das Hackschnitzel rausnehmen oder das andere Zeug nach Möglichkeit verkaufen. Ne? Stellen wir hier so hin. Die dürft das nicht stören. Noch mal vorbei. Schaue ich mal den Feldern nach, wo unsere Ballenpressen bei sind. Das werden wir hier einstellen müssen. Mal gucken, wo er gerade fährt. Ich glaube, der ist nicht fertig. Der war auf dem Weg zum anderen Ballen.
Mal schauen, ne, ob er da hinfährt, ne? Und da muss er weitermachen, ne? Etwas ungünstiger Punkt, wo er jetzt mal fährt, ne? Aber er macht es richtig, wie es aussieht. Ist ja noch ein kleiner Rest zu machen hier. Ja, der macht es richtig. Dann gehen wir gleich rüber auf den nächsten Traktor. Auf Feld 48, 49. Bringen wir durcheinander. Und da kann er hier weitermachen. Einstellen. Stroh brauchen wir. Viel Stroh. Da war der LKW. Wo ist der? Das ist er nicht. Das sind die anderen aktiven Fahrer. Drescher. Fräse. Im Grunde suche ich jetzt einen LKW. Der war ja eh irgendwo. Da war nicht. Ah. Gut, so weit bin ich gekommen, ne? Wie gesagt, ich war an ihrer Straße gewesen. Und dadurch, durch das relativ kurze Speichern, haben wir im Prinzip nicht so viel, also fast nichts verloren von der Spielzeit, ne? Woran das nun liegt, das Absturz, ich weiß es nicht. Aber die Chance, ne, bei der neuen Karte, also wenn die Karte neu kommt, hoffentlich bald, hoffe ich, dass es besser wird, ne? Oder irgendwas hoppt woanders her, keine Ahnung. Also ich weiß es nicht genau. Aktuell habe ich Logdatei komplett gelöscht. Kann sein, dass ich da vielleicht was finde, was ich da jetzt anfangen kann, ne? So, eine Tastatur fahren, ein bisschen blöd. Gas geben mit dem Fuß. Wenn ich zu viel mit den Fingern lenke, dann ist es irgendwann, tun mir dann die, nicht die Finger weh, aber die Sehnen fangen an zu schmerzen. Also das ist im Extremfall, also nicht übertreibe, ne? Handrücken im Prinzip, da gibt es dann kleine Probleme, ne? Aber gut, mit dem Lenkrad fahren ist, wie gesagt, geradeaus geht's, ne? Aber wenn man viel lenken will und der Lenkrad im Prinzip keinen Widerstand hat, ist das ungewohnt, ne? Das wäre ja so mit dem Auto Servolenkung, wenn die jetzt beim Schnellfahren zu leicht gehen würde, ne? Das wäre ja auch nicht gut. Also hoffen wir, dass wir die Folgen schaffen. Das ist meine größte Sorge. Also nach dem Urlaub kann ich mich darum kümmern. Also jetzt vorm Urlaub ist, bevor ich fahre, das ist dann zu einfach. Ne? Also ist der Global Company Script der Grund nicht. Was ich machen werde, nachher Mods aufholen. Also ich nehme doch einige raus, die ich nicht brauche. Also, spätestens im Zeitpunkt eine neue Karte hatte. Und ich will ja erst am Montag eine neue Folge aufnehmen, also am 10. Die muss ich aber noch machen, ne? Sonst wird es schwierig, ne? Weil ich komme am Sonntag nach Hause, so ist geplant, und dann mache ich Montag die Aufnahmen. Sonntagabend glaube ich eher nicht, aber es kann sein, dass ich da auch noch Lust habe. Je nachdem, ne? Aber jedenfalls so, wenn es hier bei den Aufnahmen an den Abstürze kommt, dann fällt ein Livestream wie LS von Thüringen immer aus. Vielleicht mache ich den mal von dem Arsch. Das macht ja auch dann Sinn, ne? So, einen nehme ich gleich ab. Dann fahren wir das andere Feld.
Pro hier fast durch mit Pressen. Dann kann ich nachher gleich mal einen rüberfahren zum Feld Nummer 12, dort pressen lassen. Oder ich werde nachher gleich mal, was ich auch machen kann, ich schaue mal am Markt hier, ne? Ballentechnik. Und zwar möchte ich eine Quaderpresse haben. Eine gute Anführungszeichen, die man nicht so oft hat, ne? Das ist ja für echt gut. Glas. Krone. Krone haben wir viel, ne? Das ist ja auch ein Paket. Das macht er hier mit Pellets, ne? Gut, das machen wir jetzt nicht. Case. Der braucht 160 PS. Mein gut, PS ist sozusagen also kein Thema, ne? Der braucht auch 160 PS. Das ist auch noch verkehrt. Der braucht 90 PS, 285. Da könnte ich den Traktor ja nehmen, der jetzt aktuell da hinten ist. Dann werden wir Ballen selber pressen, ne? Gut, dann kauft man die Krone, ne? Oder hier, Big Pack. Hab ich gesagt. Ballenschnüre. Schuhe. Dramatisch. Ich kaufe mal, bis eine Abwechslung reinkommt, ne? So, zurück. Mal stehen. Gehen wir zum Hof zurück. Haben jetzt einen freien Traktor jetzt. Den haben wir eh, aber Drescher nicht. Aber der war gerade in der Nähe. Dann holen wir die Ballenpresse. Beziehungsweise werden wir mal hinfahren lassen. Oder fahr selber. Ist auch nicht der schneller, aber gut. Wie viel PS hat er? Bin mir nicht ganz sicher, ob der genug PS hat. Nehmen wir anderen. Wo? Das ist die Ballenpresse mit Stroh. Das ist der andere. Das ist der mit 1000 PS. Ist aber noch Mod, ne? Also original gibt es so ein Ding nicht. Ach so, der Ding ist beim Ding, bei der BGH, der Anhänger. Mal gucken, wo ich den hab. Das war ja der Ballensammelwagen, ne? Ah, da steht er schon. Darum, dass wir relativ schnell arbeiten können und die nötige PS haben. Ne? Wenn da viel verlangt, dann müssen wir die auch haben. Und der hat ein bisschen mehr Power als der andere. Und wir kommen auch schnell nach A nach B, ne? 41 muss man alleine pressen, das ist mir so klar. Deswegen, da habe ich alleine geerntet. Oh, nicht mein Feld, oh Glück gehabt. Haben wir Glück gehabt. Aber die ändern sich. Ups. Das könnte auch ein Grund sein, ne, dass Eye-Tracking vielleicht nicht funktioniert. Das ist auch so eine Variante. Das hatte ich mal gehabt, das war gewesen.
auch bei Matchmap da mitgespielt. Und da war der Stecker nicht richtig eingesteckt. Da hatte ich mal durch ein bisschen gezogen, ein bisschen verschoben. Jedenfalls, wenn ich ins Faktor eingestiegen bin, war es schwarz. Wenn ich den Fehler nicht gefunden habe, das sind das Allerschlimmste, ne? Wenn du den Fehler nicht findest, dann bist du am Arsch, ne? Ja, Kontakt nicht richtig gehabt, zack, Geld war nicht da. Ärgerlich, sehr ärgerlich. Und ich bin da echt, naja, das muss funktionieren, das tut es auch nicht. Ne? Also ich mag halt nicht, wenn es nicht funktioniert, besonders im Mehrspielermodus, ne? Wenn es alleine ist, cool, dann hörst du auf und machst Schluss. Ne? Aber, oh, Flieger gemacht, oh. Keiner gesehen, ne? Das kommt durch den mit der Tastatur lenken, ne? So, da haben wir schon die Krone, ne? Hauptsache das Ding. Da hier nicht für Balken, das gibt's doch gar nicht. Ja, wenn ich das wüsste, wo das liegt, also das ist ein Ding. Das Ding werde ich verkaufen. Ja, du brauchst ja das Sägewerk für die Bretter, für die Paletten. Das funktioniert ja einigermaßen. Ne? Das ist ja, klappt ja. So, Hauptsache das ist auch richtig. So, Zuschauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Ein gutes Bild für die nächste Folge. Dann sagen wir tschüss und ciao, ciao. Ja, hoffentlich klappt das auch nächste Folge einigermaßen. Ne? Tschüss. Und schönen Dank fürs Reinschauen.